Ja, moin moin Leute, nehmt Drogen und ich bin's wieder, euer FP und Crack. Und ja, auf jeden Fall, hier, meine Together-Siedlung, die spiele ich aber alleine. Und ja, und mein Skin, die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Banane, irgendwie, also da drinnen. Und ja, Projekt ist halt ganz alleine. Und ja. Und heute dabei ist der MMMED13, aka MMMED11. Hallöchen! Ja, daher auch Together-Siedlung, also ihr konntet es euch denken, ja. Genau, die Idee kam hier vom LP und Craig. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was das ganze Projekt sein wird und ja, Ja, alles also so? das ganze Projekt beinhaltet 4 Spieler. Die restlichen 2 Spieler sind noch nicht herausgesucht, aber sie haben halt dann Aufnahmepflicht. Als erstes heißt es Together-Siedlung. Irgendwann nach den ersten, ja, ich sag mal 15 Folgen, wird das Projekt dann umbenannt in Together-Stadt. Dann sind es 3 Spieler. Und dann bei 4 Spielern wird's dann in Together Land umge Dingsda Vielleicht machen wir danach dann irgendwie noch eine Erweiterung in die Together Kontinent oder auch am Ende Together Welt. Also das müssen wir noch überlegen. Vielleicht machen wir dann am Ende 6 Slots oder vielleicht 8 Slots. Wir überlegen uns das noch ein bisschen. Ich habe Aber gerade jetzt. Screenshot für ein Thumbnail gemacht. Oh, das ist gut. Ja. Gut, dann fangen Soll wir ich dir auf das jeden dann Fall. auch schicken oder machst du ein eigenes? Ich denke mal, warte mal kurz. Ach ja, und übrigens, der Beginn dieser Season ist für MMMED 11 aka 13. Wie soll ich dich jetzt nennen? 11 oder 13? Nenn mich einfach 11, ja. Und Okay. das ist mir aber eigentlich auch egal. Du kannst mich entweder 11 oder 13 nennen. Auf jeden Fall, ich habe die 15, die 75, 15. die 75 Abonnenten erreicht. Und ich bedanke mich an dieser Stelle hier mal für alle meine Abonnenten, für meinen tollen Zuschauer. Vielen Dank für die 75 Abonnenten. Und ja, ich freue mich darauf, auf die nächsten 75 Abonnenten. Oder ja, auf jeden Fall freue ich mich schon mal auf 75 Abonnenten. Und ja, dann fangen wir hier mal die Together-Siedlung an. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir erstmal darüber schwimmen, oder? Ja, machen wir mal hier auf dieser kleinen Kackinsel. Obwohl, da könnten wir natürlich auch eine Siedlung aufbauen, aber naja, es wäre dann eher so ein kleines Dorf. Ja. Oder eher so ein kleines Haus, eher. Oh, gut. Also da sind schon mal direkt Schafe, die kannst du ja dann später töten. Ja. Du machst Später. natürlich, du machst die Ja, Drecksarbeit. genau. Du erkundest neue Sachen und ich mache nur die Drecksarbeit. Ja, genau, das Haus fegen und so. Ja, genau, ich bin die Putze. Ja, da ist ein Baum, ein Baum. Wow. Wir sollten hier auf der Map vielleicht die Saplings einsammeln, weil man weiß nie, wie groß es eigentlich ist, weil wir werden sowieso irgendwann mit dem Boot weiterziehen, also. Mit dem Boot, ja, genau. Vielleicht sollte ich die Monster noch mal anmachen. Die habe ich nämlich irgendwie ausgemacht. Okay. Aber die können wir dann im nächsten Part anmachen. Also das habe ich jetzt vom Server aus ausgemacht. Und so ein Ja, wir bisschen können auch schnell. einfach Slash Diffy Kulti. Nee, das ist es ja eben. Ich habe die ganzen Monster ausgemacht. Also egal wie schwer es ist, die Monster sind halt aus. Wie viel Kult müsste eigentlich 2 sein, also normal. Ach so, du hast die Game Rule ausgemacht, oder? Ja. Ach so, Slash Game Rule. Nein, nicht die Game Rule, sondern. Ach, ist ja egal. Auf jeden Fall Also, spawnen. auf jeden Fall spawnen keine. Es können keine Monster spawnen, leider. Okay. Tiere gibt's ja. Oh, jetzt Lexikon. Ein bisschen, keine Ahnung warum. Bei mir. Okay, wir haben hier schon mal eine kleine. Wo bist du eigentlich gerade? Ah, da hinten. Ich guck mal kurz die Difficulty. Machen wir mal auf 1. So, egal. Auf jeden Fall gut, wir haben hier jetzt schon mal. Kannst du noch reden? Also, wir haben hier schon mal. Hast du schon Holz gesammelt? Da könnten wir jetzt schon mal Betten machen. Ja, ich habe Holz gesammelt hier. Ich warte, ich werfe es dir mal zur Werkbank. Ja, dann könnte ich schon mal ein Bett machen. Das wäre schon mal ein Anfang. Ich habe dir jetzt mal die Hälfte zugeworfen. Ja, gut, ich hole mir hier hinten noch ein Schaf. Ja, ich mache uns dabei mal Ich habe hier Steine. schon mal Kohle gefunden. Das ist doch schon mal ein Anfang Ja, auf jeden für die Fall. Together-Siedlung. Baut sich eigentlich jeder sein Haus dann selber, oder? Nee, Also wir haben. also erst, es gibt ein Gemeinschaftshaus und sobald dann Oh, alle okay. Spieler da sind, hat dann jeder Zeit, sich ein eigenes Haus zu bauen. Ja, okay, das ist gut. Also so hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Gut. Also wir nehmen das quasi auf, während wir das noch planen. Nein. Wir haben Ja, genau. es. Ja, könnte man sagen. Naja, auf jeden Fall. Also ich fand das, die Idee davon, diesem Projekt eigentlich ziemlich gut. Und hier ist schon mal ein kleines Hähnchen. Also, wie ich gerade gesehen habe, die Insel ist eigentlich schon ziemlich groß, aber man kann auch nicht sagen, dass es ein richtiges Land ist, also. Nee. Stimmt. So, direkt jetzt hier mal überall Stöckchen machen. So, jetzt kann ich schon mal 2 Betten machen. Ist das schon mal ein Fortschritt, oder? Auf jeden Fall. Oh, ich hab Hunger.
So, ich benutze übrigens das Specs Texture Pack, wen es interessiert, bevor wir wieder tausende Leute fragen. Ja, ich benutze standardmäßig das... Standard Tech? Nein, ich benutze das... Faithful, genau, das Faithful Texture Pack. Ah, okay, stimmt. Ich vergesse den Namen irgendwie immer so, weil ich so, Texture Pack ganz... Ja, ich komme. Ich wollte gerade noch was erzählen. Ja, aber egal. Oh, du hast schon angefangen. Ein Sapling zu setzen. Super. Auf jeden Fall. So, hier, pass mal auf. Oh, Steinsachen, schön. So, ich wollte jetzt erstmal das Bett machen hier. So, für den Anfang gehen wir jetzt aber erstmal hier in diese Mini-Höhle rein. Oh, hier ist direkt auch schon Kohle. Wir können die Kohle von da hinten noch. Warte, nehme ich mal kurz mit. Habe ich. Ja, du hast mir natürlich alles gemacht, außer eine Spitzhacke. Ne? Oh, doch, ich habe eine Spitzhacke. Oh, ich habe sie dir noch nicht zugeworfen. Oh. Ich habe schon gedacht, der macht alles außer eine Spitzhacke. Was soll das denn? Oh, vielleicht soll ich. Ich stopp mal ganz kurz meine Aufnahme, weil ich muss noch kurz ausprobieren, ob die Soundqualität und so gut ist. Bis gleich. So, Moment, ganz kurz ausprobieren. So, ich nehme einfach mal weiterhin auf. Und kümmere mich hier um die... Oh, es wird langsam Nacht, wir sollten gleich schlafen gehen. Boah, so eine Kacke. Ja, ist alles ganz gut, dann nehme ich wieder weiter auf. Ja, Mama, Leute, nehmt Drogen, ich bin's wieder. So. Ja, das ist so mein Standardspruch, weil LP ja. On Crack. Ja, ja, okay. Ich glaube, jeder weiß, dass du ein bisschen auf Drogen bist. Ja, jeder, der meine Videos schaut. Ja. So. Ach, du hast dir direkt schon... Nein, hast du nicht. Was habe ich mir direkt schon? Hier, ich dachte, du hättest hier so einen Kiesweg zu unserem ersten Standardhaus gesetzt, aber... Ich weiß ja nicht mal, wo das Standardhaus stehen sein soll. Ich weiß ja gar nicht, was du überhaupt noch für Standardhäuser und alles machen willst. Ja, nee, das ist einfach bloß jetzt so ein Übergangshaus hier, was ich hier so baue. Ach so, okay. So, einfach mal hier oben kurz den Kies abbauen. So, und noch die Kohle weg. So, dann kann ich jetzt nämlich auch direkt das hier hinbauen. Apropos, nochmal, der Seed von dieser Welt hier heißt, wie habe ich denn nochmal gesagt? / Seed, okay, also das wäre hier der Seed von der Welt. Ich habe den aber auch in, Dings habe ich den genannt, ja. Together Seed. Genau, alles ist kleingeschrieben, ja. Zusammengeschrieben. Direkt. Aber Leute, eine Bitte an euch, wenn ihr das Projekt schaut und wirklich den Seed ausprobiert, dann spoilert uns nicht, wo Diamanten sind oder so, weil sowas finde ich echt scheiße. Ja, also, genau, das finde ich auch blöd, dass ihr dann postet, in der Seele schreibt, irgendwie da Koordinate so und so, 1000 Diamanten oder so. Wir möchten das lieber selber erkunden. Ja, und ich meine, ihr habt ja auch mehr Spaß, wenn wir das dann von selber finden. Ja, ja, genau. Uns dann freuen und nicht sagen, ja, da hat jemand gesagt, da sind Diamanten, da gehen wir jetzt mal hin, oh cool, die sind wirklich da. Also. Nee, das wollen wir nicht, das brauchen wir. Ich denke, da hat jeder mehr Spaß davon. Hoffe ich. Ja, glaube ich auch. Ja. Warum setzen wir uns eigentlich irgendwelche Ziele? Oder spielen wir einfach mal ein bisschen drauf los? Wir setzen uns auf jeden Fall das Ziel, dass wir eine Siedlung aufbauen, ne? So, ja, erstens mit Standardhäusern, mit so einem, wie soll ich mal sagen, ein kleines Rathaus oder halt so ein Besprechungsgebäude oder irgendwie sowas, ne, habe ich gedacht. Und ja, also das Hauptziel ist, dass wir wirklich 100 Folgen schaffen. Ja, gut, okay. Also, weil nach 15 Folgen tauschen wir halt, was glaube ich, da tauschen. Oder wir könnten ja auch nach 25, dann kommt einer dazu, dann nochmal. Ja, genau, stimmt. So ist eigentlich besser. Dann haben wir für die ersten 50 Folgen und dann ab 50 sind wir dann zu viert und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann noch halt zu fünft und zu sechst machen. Und dann bei Folge 100 machen wir dann zu sechst und dann machen wir vielleicht dann nochmal 25 Folgen. Dann haben wir 125 Folgen für dem Projekt. Naja, wir werden das halt alles nochmal ein bisschen gucken, okay? Das sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht brauchen wir noch Fackeln. Ja, ich mache noch welche. Ich brauche aber erstmal Stickies, aber die kann ich auch machen. So, dann können wir hier nochmal Fackeln reinmachen. So. Ich mache hier auch direkt mal ein paar Fackeln. Also ich habe jetzt schon Fackeln, also ja. Ja, nur hier vorne mal lieber ausleuchten. Ja, das ist gut. Gott, das gibt's ja jetzt leider noch nicht, aber im nächsten Part werden wir es dann auf jeden Fall vorher anschalten. Ja. Hast du einen Timer gestellt? Leider nicht, aber weißt du, was ich jetzt machen könnte? Was? Nee, ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal so ein bisschen. Ah, du hast schon aufgehört, ich wollte gerade einen machen. Ja, ich hab schon einen. Ich frage mich mal was. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben, aber ich lasse jetzt mal auf das scharfen Kies fallen. Leute.
Apropos, wir brauchen vielleicht noch irgendwas, was wir gerade verbrennen können, weil ich habe hier gerade eine Kuhle reingelegt und das wäre schade. Oh ja, töte mal Tiere. Hier, ich hab dir mal ein bisschen Kohle zugeworfen, 3 Stück. Ich hab jetzt noch 7, aber nur für den Übergang, weil wir werden, denke ich mal, noch genug finden, also. Ja, Kohle gibt's ja. So, Moment, ich setz mir hier jetzt mal einen Waypoint, weil ich hab ja hier meinen Garten. Ich weiß. Ich hab das nicht, ich hab nur so ein paar Mods drin. Und wie schon in der Beschreibung steht, mein Ingame-Name ist The Cracked LP und nicht LP on Crack. Also, wollte ich mal so sagen. Ja. Willst du vielleicht ja verraten, warum, oder? Nein. Aber es hat was mit dem alten Kanal zu tun und der ist eigentlich auch scheißegal, ja. Ja, genau, egal. Ja. So, ich gucke mich hier gerade ein bisschen. Oh, ganz viel Kohle. So. Wir machen erstmal so die ganzen Standards. Ach ja, genau, ich wollte jetzt hier erstmal einen Waypoint setzen. So. Waypoint setze ich damit, genau. Schönes, kuscheliges Zuhause. Heim. Und den home Waypoint. Sweet home. Okay. Kann ich so. den Waypoint, den mache ich jetzt einfach mal rosa. Okay. So. Nee, das ist lila, das ist rosa. So. Ich bin schon Level 3. Nice. Und ich suche jetzt gerade Tiere. Ja genau, Tiere sind wichtig, damit wir schon mal so ein bisschen eine Essensbasis haben. Ja. Weil unsere Nahrung gesichert ist. Ja, oh und Seeds sollten wir uns vielleicht auch holen. Ja, falls wir keine Tiere finden. Ich hab, ich hab schon 3 Samen. Samen. Ah ja, bald kommt auch die 1.6. Sollen wir dann in der 1.6 weitermachen? Also am Montag kommt die offiziell raus. Ja, das weiß ich. Also auf jeden Fall in die 1.6 updaten, also. Yeah, mit während des LPs. Ja, aber das ist dann blöd, erstmal ohne Mods, ne? Aber okay, das ist jetzt ja nicht Mods, so schlimm. Mods brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Und ich schätze mal, sowas wie Optifine oder Minimap, die werden schnell updaten, also. Das auf jeden Fall, aber halt, ja gut, ich benutze eigentlich auch nicht wie wirklich Mods, die lange brauchen, bis sie. Oh, nee, komm ich hier, okay. Boah, hier sind die ganze Zeit nur Schafe. Ich finde irgendwie nur Schafe und Schafe. Ich weiß, ich auch. Das ist richtig, richtig komisch. Ich habe noch ein paar Eier, die könnte ich vielleicht hier. So, ich habe jetzt noch mal 2 Chickenfleisch. Chicken? Chickenfleisch. Chickenfleisch. Wie du packst deine Holz? Okay. Ja, mir war langweilig. Ja. Ich wusste nicht, wo ich das Zeug hinten soll, meinen ganzen Krab. Ja, okay, den ganzen Werde. So, ich mach mal Feuerzeug. Nee, ach, dafür brauchen wir Eisen, scheiße. Ja, damit sollten wir anfangs sparsam umgehen. Ja. Mit einem richtig coolen R betont. Ich könnte mit deiner Holzspitzhacke hier noch ein bisschen Stein abbauen. Bringt nichts, weil du eine Steinspitzhacke hast. Ja, aber trotzdem, nur Stein ist halt immer so ein Baumaterial, ne? Achso, ja. Natürlich. Hier sind auf jeden Fall ein paar Bäume, also. Bäume sind doch echt super. Ja. Immerhin haben wir jetzt schon mal so ein paar kleine Bäume halt. Vielleicht finde ich ja auch hier, wenn ich ein bisschen abbaue, vielleicht ein bisschen Erz. Ich habe hier eine Höhle gefunden, die einen Ausgang sofort hat. Habe ich hier nicht. Okay, ein bisschen crazy. Oh, hier hinten ist ein Sapling. 2 sogar. Oh, da hinten sind Rosen. Okay, egal. So, wo sehe ich hier denn irgendwo Erze? Ich hoffe, ich sehe nur das Schwarz. Oh, hier ist ganz viel Kohle. Ganz viel Kohle. Ganz viel. Und wir haben Papier bzw. Zuckerrohr. Oh, nice. Ich habe sogar auch schon Zuckerrohr gefahren. 9 Stück. Ich hab Hunger, ey. Halt ich auch. Noch eine Hungerkeule und ich bekomme Schaden. Oh, yeah. Oh, da drüben ist eine etwas größere Insel. Da könnten wir Chance auf Tiere haben. Tierchen. Ganz ein paar Lichtfehler. Oh. Oh, das sieht richtig nice aus hier mit diesem richtig dicken Strand und so. Okay, ich bekomme Hungerschaden. Das ist natürlich super. Ich habe eine Höhle gefunden. Da sind Kühe. Oh mein Gott, da sind heilige Kühe. Oh mein Gott, die werden bei den Indiern verehrt. Hm. Ich weiß. Hatten wir damals in Geschichte gelernt. Was damals? Ja, damals. Sogar noch hängen. Ich hab Squids gefunden. Yeah! Oh mein Gott. Wir haben gleich Tinte. Oh, es wird wieder morgen. Das ist doch gut. Wir haben gar nicht geschlafen. Also, ich habe jetzt 5 Stück Fleisch. Nein, hier ist noch eine Kuh. Bitte 3 Stück, bitte. Brauchen wir Leben? Ich weiß nicht.
Wollen wir uns irgendwie so ein Lebenhaus oder so ein Lebendach machen bei einem Haus? Ja, können wir schon machen. Oh, da sind Schweinchen. Ja, Mann, wir sind so hier. Also. Wir sind so. So, oh, geil. Hier ist noch Kohle. Okay, also diese Felsformation hier, die sieht schon ziemlich interessant aus bei unserer Insel. Wie nennen wir unsere Insel? Einfach Siedlungsinsel? Oder hat die keine... Nee, nee, da kommt ja nicht die Siedlung drauf. Da gehen wir erstmal so... Ja, mit. Das ist jetzt erstmal nur die ganz normale Insel, ja, okay. Ja, aber also unsere... Vielleicht... Was machen wir? Machen wir so ein ganzes Land oder machen wir halt erstmal eine Insel? Also erstmal machen wir halt so eine kleine Insel, die ich hier schon habe. Da können wir so richtig nice am Strand bauen, weil das ist so ein richtig dicker Strand. Okay, machen wir verschiedene... Irgendein Strandhaus oder irgendwie sowas? Ja, können wir... Ich baue ja ein bisschen Kohle ab. Starrend, vor allem Strand. So. Du hast gerade Papier geleckt bei Skype, egal. Echt? Leck ich immer noch? Nein. Okay. Tut mir leid, dass ich ab und zu mal so ein bisschen meine Nase hochziehen muss, also siehst du das? Ich baue gerade Kohle ab. Kohle. Kohle. So, jetzt habe ich mal deine Holzspitzhacke auch mal verbraten. Sinnvoll für Kohle und alles. So, ich baue mich hier gerade irgendwo rein, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden hier. Ich habe gerade... Moment, noch die... Ich müsste mal wieder zurückkommen und mal was essen, weil ich habe nur noch 2 Hungerkeulen, gleich sterbe ich. Ich habe irgendwie 28 rohes Kuhfleisch. Okay, dann ich komme mal zurück. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade noch am Töten, also ich komme auch gleich zurück. Ja, dann können wir doch was gleich brutzeln im Ofen, was essen. Ja, genau.